Willkommen zurück zum Fußballmanager. Ja, gleich vorweg, mir ist mal was anderes eingefallen, was die Budgets betrifft. Und zwar, wir können sie erhöhen um 740.000. Und deswegen packen wir jetzt hier einfach mal, passt das so? Okay, das wird angezeigt hier, wie viel ich auch von der Reserve nehme, ne? Gut, dass wir hier einfach mal 50.000 draufpacken und dann jetzt hier einfach mal, bis wir bei diesen 740.000 sind. 40.000. Jetzt probieren wir das einfach mal und es wird einfach mal akzeptiert. Da habe ich einfach nicht dran gedacht. Also es wird bestimmt schon in der letzten Folge geschrieben worden sein. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber so, ja, finde ich das doch schon sehr, sehr top. Also, ja, wir sind erstmal hier schuldenfrei. Wenn auch erstmal nur fürs Erste, aber es ist halt erstmal ein Aufschnaufen. Ein Aufatmen, Aufschnaufen klingt irgendwie falsch. Gut, wir werden eben kurz die Mentoren noch einstellen. Das hätte ich eigentlich auch offscreen machen können, aber nö. Wir machen das wieder nur in der A-Jugend. 31, wie alt bist du? Ach du Kacke, unsere Jugend ist scheiße. Ah, das war dumm. Ich könnte eigentlich auch einfach nur... Ich werde da jetzt auch keinen großen Wert drauf legen, wer hier wen übernimmt. Das machen wir erstmal alles so. Im Nachhinein ist jetzt auch der versuchte Transfer von Brückner etwas dumm gewesen. Und ja, ich glaube, ich werde auch das Angebot ablehnen. So verwirrt, wie der Spieler vielleicht danach ist. Aber ich glaube, wir tun ganz gut daran, den Mann zu behalten. Zumindest für diese eine erste Saison. Und ich werde dann auch gegen, ja, so nach den ersten 5-6 Spielen mal Transfer, wie heißt das, Vertragsverlängerungen ansprechen, die uns jetzt ja etwas eher entgegenkommen. Haben wir gleich alle durch? Ja, reicht. Obwohl, komm, hier der Pflaum kriegt auch noch einen, sonst heißt es hinterher, wir würden Jugendspieler mobben. So. Das hätten wir. Training wird sich regeln. Das haben wir gemacht. Ja, ist da was? Wir starten einfach mal. Nein. Ha. So. Ich hoffe, dass das keine Auswirkungen auf den Herrn Brückner hat, aber... wir müssen die gleich noch vor der Transferliste nehmen. Auf jeden Fall. Fitness ist ein... etwas größerer Fokus drauf. Ich mache das wieder, dass ich hier einfach alles hier mal so ein bisschen... Ja, guck, passt. Überall noch ein Punkt draufgesetzt. Finde ich gut. So. Ich werde dem Verein treu bleiben. Ne, übertreffen mache ich nicht. Wir werden nicht absteigen. Ich fordere Disziplin. So. Mehr mache ich nicht, weil ich will nicht zu viel versprechen und auch nicht zu wenig. So. Keine Einigung. Nein. So, und ich will auch gerne hier was noch erledigen, bevor der hier... Gut, ist nichts Großartiges passiert. Wir gehen jetzt erstmal nochmal hier zu den Verträgen. Nee. Die finden wir besser hier in der Mannschaft. Zaglik, Aktion. So lasse ich dann nämlich doch erstmal die beiden noch im... Boah. Ich hasse die Ansicht bei solchen Aktivitäten. Brückner, da ist er. So. Zack. So, wir bleiben bei den Spielern, die wir haben. Ich möchte gucken, was wir damit erreichen können. Wir haben sehr viele Spieler. Unsere zweite wird allerdings auch komplett weg sein nach der ersten Saison. Und deswegen, ich werde jetzt einfach auch schon, weil das Projekt schon so stagniert, ich werde mir nicht groß Gedanken machen. Wir werden gucken, dass wir... das alles soweit mal. Oh ja, ich bin auch clever. Ich habe die Taktik noch gar nicht eingestellt. So, zack, zack, zack. Das mache ich sowieso alles selber detailliert. Mache ich jetzt erstmal die Taktik für den 3D-Modus. Boah, wir haben ja richtig viele alte Taktiken noch drauf. Einige, die ich mir auch gerade noch runtergeladen habe.
Die Liverpool-Taktiken kommen von meinem Paderborn-Safe noch, weil ich da nach dem Paderborn-Safe nach Liverpool gegangen bin. Also nach Paderborn kam Liverpool und deswegen. Ja, und Schalke war auch noch drin. Und ich war Nationaltrainer von Portugal. Ja, es war, war ein schönes Safe, aber naja. Leider nicht aufgenommen. So, Einsatz, den pretsche ich nach oben. Das ist jetzt die Taktik fürs 3D-Spiel. Da gehen wir auf die Abseitsfalle. Das lassen wir so. Zip. Ich habe nämlich sehr, was 3D-Spiel angeht, habe ich sehr viel experimentiert. Und es ist wirklich OP, wenn man es vernünftig einstellt. Die Anweisungen, da mache ich, oh Gott, das ist eine scheiß Taktik eigentlich, aber so. Zack, er startet von hier. Sein defensiver Laufweg geht so ein bisschen. Eigentlich bräuchte man, wenn man vernünftig, sag ich mal, overpowerte Innenverteidiger hat, braucht man hier gar keine Laufwege einstellen, aber ich stelle hier einfach mal trotzdem welche ein. Obwohl ich eine defensive Laufweg, die laufen nicht nach vorne, die bleiben hinten. So. So. Er läuft hier so ein bisschen. Die müssen dann halt ein bisschen pacen. So, er geht hier hin. Ja, doch, das kann man so lassen. So. 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 Und hier sollen sie bitte einmal über Kreuz laufen. Habe ich ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Entweder klappt es oder es klappt nicht. So, jetzt gehen wir noch in die Anweisungen. Keine Flanken. Auch wenn er Flügelspieler ist, Flanken im 3D-Spiel sind unnötig, weil sie meistens eh nicht ankommen. Positionstreue, ja, kann man so lassen. Tacklings, kann er eine volle Pulle machen? Vorstöße, nein. So, zack. Kann ich die... Habe ich die gespeichert? Das würde mich mal interessieren. Nee, Leute. Obwohl doch, wir lassen die mal hinten, hauen die nach vorne. Was Tackling angeht, Vorstoß so und keine Flanken. So, reicht mir. Dasselbe bei ihm hier. Keine Flanken, Positionstreue. Sollen mal alle hinten bleiben oder sollen mal halt ihre gewohnte Geschichte machen? Tacklings ja. Und keine Vorstöße. Bleibt einfach hinten, Leute. Besser ist es dasselbe hier. Gleich vorweg, nein. Deswegen erhöht sich nicht die Foulrate. Also, das ist mehr ein Mythos, meiner Meinung nach. Und nein, du sollst auf keinen Fall Vorstöße machen. Du bleibst ebenfalls hinten, darfst tackeln, aber nicht vorstößen und auf erst recht keine Flanken machen. So, unsere Stürmer, die mache ich jetzt einfach auf, die bleiben kreativ, die dürfen allerdings auch tackeln und natürlich auch vorstoßen, aber auch keine Flanken machen und dürfen dribbeln. Ja, so. Du darfst auch kreativ sein, du darfst auch tackeln. Vorstöße sind gerne erwünscht bei unseren Stürmern. Und dribbeln darf er auch im Notfall. So, hier bin ich mir jetzt etwas unschlüssig. Wie gesagt, das ist erstmal nur Taktik fürs 3D-Spiel. Nicht für mehr. Nein. Keine Flanken. Also den packe ich mal hier so auf 50. Rest stelle ich mal nicht ein. So, hier kommt die auch auf 50. Tacklings nach oben. Ich werde das in der laufenden Saison auch noch anpassen. Also ich werde jetzt nicht... Ich werde versuchen, es anzupassen. Keine Flanken. Habe ich das jetzt so bei ihm auch gemacht? Wartet mal. Eben bei den Vorstößen muss ich gucken. Oh, die habe ich doch auf oft gemacht. Ja, doch. Machen wir mal. Eigentlich wäre es mit links außen und rechts außen sinniger, aber wir probieren diese Taktik mal. Mehr als schief gehen kann es nicht. Keine Flanken. Vorstöße lassen wir so. Das lassen wir auch so. Sehe jetzt keinen Grund, da großartig was zu ändern. Jo. Und das speichern wir als... Da sind auch ein paar runtergeladene Taktiken bei, aber wie gesagt, ich habe viel ausprobiert. Putt 2 3D
Wow, nee. Part 3D-Spiel. Ja. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich für den Textmodus nehmen soll. Ich habe keinen Schimmer. Weil Textmodus ist sehr, sehr auf... Also, die Taktik wird nicht unbedingt... Die Taktik wird nicht immer so berücksichtigt, wie man das gerne hätte. Ist so mein Gefühl, sagen wir es mal so. Wir werden hier mit... So. Abstöße können ein bisschen größer sein. Bei der Absatzfalle bleibe ich. Die Abwehrreihe ziehen wir ein bisschen weiter nach hinten. Wie gesagt, viel ändern wird sich nicht. Pressen machen wir so auf 70%. Ich gehe nur ein bisschen runter. Also das Einzige, was sich verändert hat, ist halt hier, dass ich mehr durch die Mitte gehen werde als über die Flügel. Ja, und das speichern wir jetzt. Lass ich die individuelle Anweisung lasse ich sogar erstmal so. Obwohl, wartet mal. Könnte ich da Pech haben mit den Tacklings? Dann was, das testen wir aus. Ich bin ja ein Freund des Experimentierens, das testen wir. Gehen wir auf. Wo habe ich denn Putt? Da, ganz unten ist es. Putt. Text. Text. Modus. Mann, zu blöd zum Schreiben. So. So, und wir lassen erstmal die fürs 3D-Spiel, für den Textmodus drin, obwohl wir eigentlich, eigentlich sollten wir hier kommen. Wir nehmen mal hier Putt 3D-Spiel. Wo haben wir es denn? Da. Wir lassen Putt 3D-Spiel. Warum? Weil wir das erste Pflichtspiel im 3D-Modus spielen werden. Jetzt gehen wir noch kurz durch die News durch. Ablöseverhandlung, ja, ist gescheitert, ist alles okay. Sponsorenangebote. Auch so eine lästige Geschichte. Megas! Was? 4 Jahre? 1 Jahr, ich wollte schon sagen. 8000, ja komm, zweimal verhandeln nur. Ja komm. Besser als gar keine Sponsoren zu haben. Und außerdem, wenn sie uns einen Einjahresvertrag anbieten, ist das ja auch noch in Ordnung. 3 Jahre, so seht ihr aus. Gut, mit 2 kann ich leben. Und dann bei 9000 ist das, sind sie noch mit die, ja fast die höchsten. Zweithöchsten sehen sie sogar, sieht es danach aus. Naja, egal. Lassen wir das so. So, was bleibt noch so? Sponsore, leere Banden. Jo. Ah, nein. Wow. Jesus. 7 Banden, 3 Jahre. Anzahl. Summe erhöhen, Laufzeit senken. Wird nicht klappen, aber... Na, komm. Bevor wir jetzt viel zu viele freie Bandenplätze haben. Wir haben immer noch 51 freie. So, wir gehen weiter. Und begeben uns quasi aufs erste Testspiel zu. Die ich heute eigentlich auch... Jonas Brammen. Geil. Geiler Name. Sorry. Wer bist du denn? Bei uns? Bist du in der ersten Elf? 14 Jahre, nie und nimmer. Der ist doch nicht bei uns in der ersten Elf. Warum haben wir hier überhaupt 15-Jährige drin? Darf man in der zweiten Liga mit 4... Tatsache, der ist in der ersten Elf! Und hat eine 64, Kollege, du bleibst hier. 64, unser erster Keeper hat eine 69. Und wie du hier bleibst, der hier... Piss dich, Darmstadt. So sympathisch ich den Verein auch finde, aber nee. Leute, den behalten wir erstmal. Wer weiß, ich habe offscreen auch gesehen, dass ich noch eine Klausel hier im Vertrag habe, dass der Verein mich, dass der eine Option hat zum Ziehen. Also, ne, dass ich hier quasi nach dem zweiten Jahr die Arschkarte haben könnte und noch einfach, ne, noch ein drittes Jahr bleibe. So. Wie spielen wir denn im ersten Spiel? Der Herr Kotsch, kann der auch? Na, nicht so gut. Der kann nicht gut links. Dann bleibt der unser rechter Auswechselmann. Vucinic, der hat einen 63 da, weißt du was? Dann kann der im Notfall da. Aber da ist Stoppelkamp erstmal gesetzt. Hartherz spielt dort.
Brückner auch nur mehr Ersatz. Gut. Wir haben ein ganz großes Innenverteidigerproblem. Wir haben nur einen Ersatz-Innenverteidiger mit ihm hier. Für die zweite Liga wird es vielleicht reichen, aber kann hier er, ZM, ne, wir haben auch kein DM sonst, ne? Oliver Kirch, ne, mit seinen 29, der könnte Innenverteidiger spielen, der könnte auch nicht, wow. Da hatten wir nicht zwei, Irgendwie passt das ja auch gerade gar nicht, wir hatten 4-2-2 oder nicht? Hatten wir nicht so eins? Scheiße. Ist egal, wisst ihr was? Das andere. Das andere, passt das besser? Ich meine, wir hätten auch ein OM gehabt, ne? Der hat mir hier schon wieder die ganze Aufstellung zerschossen. Wollte es zerschissen sagen, aber. Ach Leute. Was kannst du denn als LA? Du bist auch eine 70 und du? 69. Was hat er denn hier hinten gehabt? Und dann auch eine 69. Kinders, wisst ihr was? So. Wir machen das so. Ah, das ist eigentlich viel zu offensiv, ne? Wir sind immer noch die viertstärkste. Ist da was? Wir machen das jetzt. Sorry, Leute, diese ganze Folge wird für die Taktik draufgehen. Der haut mir sofort das wieder. Warte mal. Ein 4-5-1. Hör mal. Was ein Arschloch. Der zerballert uns hier einfach mal. Ich bleib bei einem Sechser. Das gilt echt schon als. Wir machen das mal so. Mit so einem hängenden ZM. Tja, Taktik neu. Wird einmal wieder die fürs 3D-Spiel gemacht. Echt, auf keinen kann man sich hier verlassen. Immerhin ist die Musik einigermaßen brauchbar. Zack, zack, keine Vorgaben. Ach, die bleiben. Oh, gut, 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 gut. Die lasse ich dann soweit auch erst. So. Bis hierhin. Ihn ziehe ich nochmal so hin. Ihn ziehe ich dorthin. Er geht dorthin. Na, ist ein bisschen weit gelaufen für den Stürmer, ne? Den Offensivweg machen wir mal hier hin. Es wirkt etwas lückenhaft, muss ich sagen. Vor allen Dingen, weil er hier nicht so reinzieht, wie ich das möchte. So. Die sollten beide schon synchron. So. Laufwege werde ich so lassen. Den Einsatz gehen wir wieder auf 75% oder sogar lassen wir mal so auf 80. Sollen ja schon gut Power geben die Jungs. Auch wenn deswegen die Frische, glaube ich, zwischendurch im Textmodus immer so ein bisschen markant runter geht. So, machen wir schon hier mal, bleiben wir dabei. Sorry, wenn ich so ein bisschen verwirrt wirke oder so ein bisschen zerstreut, aber es ist ja auch alles hier, ne? Ganz viel Klein-Klein-Geschiebe. Pressing gehen wir mal so ein bisschen auf 70 wieder. So.
Ja, jetzt lasse ich das ohne Vorgabe. Allerdings darf der Herr Bakalotz dann jetzt auch das Aufbauspiel machen. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt wird das auch nochmal gespeichert. Wenn ihr euch fragt, warum ich immer hier rüber speichere und nicht über die F9-Taste. Meine Tastatur ist schon etwas älter und die F9-Taste ist kaputt. Deswegen musste ich bei den ganzen Aufnahmeprogrammen auch immer schön die Aufnahmetaste ändern. Ja, ja. So ist das. Sag erstmal Golf spielen gehen. Wo waren wir? Ja, hier, Taktik. Gut. Für Textmodus. Jetzt gehen wir nochmal hier, dass wir das nochmal haben, hier 3D spielen. Ich hasse dich. Hier stimmt gar nichts mehr. Leute, wisst ihr was? Das ändern wir jetzt bei jedem Scheiß-Game. Bei jedem Scheiß-Match werden wir das ändern. Die Anweisung hat er übernommen, ne? Anweisungen sind drinne, Laufwege sind drinne. Gut. Was ein Wichser. Egal, wer uns das hier... Ich keine Ahnung, wem ich es auflasten soll. Das hat er übernommen. Fürs 3D-Spiel werde ich das jetzt umändern müssen dann. Jedes Mal. Egal, Leute, wir gehen in das erste Testspiel. Was allerdings in der Sofortberechnung stattfinden wird. Meine Aufnahme ist nicht abgeschmiert. So, zack. Verlieren das heute nicht. Ist Wolfsberger AC. Ja, 1-0 durch Lakic. Ja. Ja, brauchbare Partie bis jetzt. Wir können allerdings, sollen wir wechseln? Der Bertels, hatte ich nicht den HTRC drauf getan? Na, egal. Na, die haben eigentlich beide eine ganz gute. Ich bin einer, der nicht so gerne auswechselt, aber das machen wir jetzt einfach mal. Pack mal Brückner noch hier rein. Ja. Komm. Hier lasse ich jetzt mal den Assistenten machen, weil es halt nur Testspiel ist. Fuck. Nice, 1-0 gegen Wolfsberg gewonnen. Das ist das Wichtigste. Schön Form und alles mitnehmen und Moral mitnehmen. Jeng war Spieler des Tages mit 30 Jahren. Na egal. Hat eine Form von 15. Das ist das Wichtigste, dass wir eine gute Form mitnehmen in die Saison. Zweite Spiel machen wir heute auch noch. Wir machen das hier etwas schneller. Verletzungen, jo, 13 Wochen. Kacke sowas. Ja, ist okay, alles gut. Hier mit dem Training. Frische ist wieder top. Ah, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Mit der Innenverteidigung, da haben wir ein Problem. Wir haben nur den Wahl als... Ich habe kein Transferbudget. Es ist leider... Ich bin auch ein Ochse, ne? Warum habe ich nicht... Warum habe ich nicht weniger aufs Gehalt, sondern noch irgendwie was auf Transfer gepackt? Ja, okay. Was haben wir jetzt? 197.000 Gehälter. Wir können auch keine Sprünge machen, ne? Kann aber auch keiner Innenverteidigung spielen. Was haben wir denn so hier brauchbar? Haben wir hier was Brauchbares für Innenverteidigung? Nee, ne? Ja, wie komme ich auch darauf? Unsere Reserve. Ja, ihr könnt alle nach der Saison gehen. Ja, Spielerbilder habt ihr nicht. Gut. Dann seid ihr auch nicht relevant. Na, okay, das will ich nicht sagen. Ein Luis Suarez hat hier irgendwie bei mir auch kein... Wir haben Reus. Julius Reus. Der kann Innenverteidiger. Wow. Wow. Scheiße. Scheiße. Das kann was werden. Gott sei Dank bin ich hier nur 2 Jahre. Badum, tusch. Liverpool hat Interesse an Virinha. Wo ist der Rest denn? Ich habe doch hier alles eigentlich freigekauft. Gekauft. Die Frische ist ein bisschen runtergegangen. Scheiße. Aber die Fitness nach oben. Mein etwas. Frische geht schon wieder runter. Gefällt mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich nämlich immer so zwischendurch dann ein Problem.
Weiß gar nicht, ob man das gehört hat. Das Vereinslied vom Hallschen FC. Nein. Oh, bloß ab, scheiß Geier. Und sei einem noch hier die arme Elf kaputt gelaufen. Hey, wir sind immerhin schon mittlerweile besser als Sandhausen. Ja, guck mal, als Frankfurt und Heidenheim. Ja, immerhin etwas. Das ist so ein kleiner Indikator, wo ich mal so drauf gucke. Mit der Frische, das gefällt mir gar nicht. Aber wie kann ich das denn... Die trainieren schon mal nicht mal alle. Minus 10%. Das könnt ihr mir ja mal schreiben. Ist das ein gut. Ist, macht das Sinn, um die Frische oben zu halten, hier runter zu gehen? Wenn ich jetzt beispielsweise. Ja, hier mal 10% runtergegangen bin, weiß ich nicht. Ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren, welche. Taktik haben wir denn drinne, den Textmodus, ne? Jetzt gehen wir mal kurz hier rein und schalten nochmal den 3D-Modus rein. Blub. Hauen mal den Einsatz hoch. Einfach, ich will mir jetzt auch mal gucken, wie das lassen wir so. Wie das so in der Sofortberechnung sich bemerkbar macht. Zack, zack. Hauptsächlich kurzes Passspiel. So, zack. Und das auch wieder unter 3D-Spiel speichern. Was? Ja, ich gebe. Ach. Hat er sich hier wieder selbst was rausgesucht. Zack. So. Nächstes Testspiel. Ich hätte was umändern können, ne? In Aufstellung und so. Ja. GG. Eigentor. Oh, Florian Brückmann. Uali macht das 2-0, schön. 2-1, Toni Lindner an und Abpfiff. Meh, jetzt wechseln wir erstmal ein bisschen. Obwohl die da vorne alle ganz gute Arbeit machen. Stoppelkamp ist nicht so dabei, dann kommt er raus. Linker Verteidiger wird wieder Hartherz. Und sonst die Noten eigentlich ganz top. Den können wir mal loben. Hier, das machst du top. Muss mir mal angewöhnen, das hier wieder selber zu machen. Normal lasse ich das immer den Assistenten machen, wenn ich privat spiele. Und ich weiß ja nicht, wie das ankäme, wenn ich das hier auch machen würde. Ja, komm, der kann auch ein Lob gebrauchen. So. Hier kann auch noch einer haben. So, raus, Jungs. Nice, 3-1 durch Brückner. Unsere Auswechslungen fruchten. 4-1 durch Lakic. Und das war's. Schöner Abschluss der kleinen Vorbereitung. 2 Siege eingefahren. 60% Ballbesitz. Das macht das dann doch das Kurzpassspiel. Na, war doch etwas griffiger, die Geschichte. Aber Sofortberechnung ist meiner Meinung nach sowieso hauptsächlich... werden dann die Mannschaften verglichen und demnach wird dann irgendein Ergebnis berechnet. Wie eigentlich das ganze Spiel, aber ja. War ein bisschen blöd. Ey, guck mal. Ach so, das ist die... das sind die Kapitäne der Liga. Ich dachte, das wäre die Vorbereitung. Da dürften wir eigentlich nicht so... oben stehen. Motivationslehrer. Ja, 10.000. Komm. Es geht zwar 10.000 runter, aber wir können das, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Ach du Kacke, ey. Hier laufen. Also wenn ich wirklich nur für zwei Jahre, maximal 3 Jahre hier Paderborn spiele, würde es Sinn machen, einige davon zu verwechseln, zu verlängern. Ich muss mal gucken. Ich muss mal schauen. So, wir stehen jetzt allerdings auch schon fast vor dem ersten Ligaspiel, ne? Yo, Tatsache. Wir gehen nochmal hier kurz in die Sponsoren rein. Hier haben wir nochmal Bandenwerbung. EA Sports. Natürlich wollt ihr was haben. 4 Jahre, ihr Geier.
Hunde. Ihr wisst genau, dass ich dass ich Banden loswerden muss. Wir gehen mal wieder Golf spielen. Es gefällt mir ganz und gar nicht mit der Frische. Auf der Bank kriegen die, glaube ich, auch keine Frische, ne? Dann wird mal Heinelot jetzt da drin sein. Saglik. Obwohl, das sind eigentlich unsere besten Leute. Und die beiden hier vorne. Stoppelkamp geht mal hier drauf. Ist nicht so gut, der hat irgendwie an Form verloren. Bertels genauso, da wird Harterz drauf kommen. Obwohl Jeng, den müssten wir eigentlich drauf lassen. Aber erstmal gucken wir, wie sich die Form noch so, nicht die Form, die Frische so entwickelt. Wir gucken mal. Oh, ich glaube, die Frische ist ein bisschen nach oben gegangen. Oh, Virinia verlässt Wolfsburg und geht nach Liverpool. Gott, sieht der hässlich aus. Naja, Geschmackssache. Arnautovic verlässt Stoke City. Oh. Adriano verlässt Barcelona. Interessanter Wechsel. Interessante Wechsel. Vorbereitung. Oh Gott, ich will es gar nicht sehen. Das machen wir mal hurtig, bevor. Auch wenn ich jetzt. Flavio Bormann. Okay, nur ein einziger wurde neu bewertet. Soll es recht sein. Was haben wir in der Jugendturnier von nur Bundesligisten verloren? So gut ist unsere Jugend nicht. Ja, aber immerhin, ne? Hier mit einem Punkt. Alter. Genauso schlecht wie hier. Ich will mir mal die Ergebnisse angucken. 1-1 gegen Gladbach und das war unser einziger Punkt. 2-1 gegen Bayern verloren. Gegen die Jugend des FC Bayern und dann 8-2 gegen Leverkusen. Und Hoffenheims Jugend. Ist klar. In der eigenen ersten Mannschaft nur Grützer, aber die Jugend, die ist top. Oh, immerhin nicht auf dem letzten. Haben zwei Top-Spiele gemacht. Haben fünf neue? Kann sein. Ich habe keinen verpflichtet. Muss ehrlich sagen, ich habe mich mit Paderborn dieses Jahr sehr wenig befasst. Muss man sagen, aber letztes Jahr noch mehr dieses Frische drinne, ne? Gerade aufgestiegen. Obwohl ich die Zweitligaspiele jetzt auch immer noch gucke, so ist es nicht. Naja, wir gucken mal. Hier tauchen wir gar nicht auf. Die Jüngsten zwar. Oh, ey. Wir tauchen hier einfach nirgendwo auf. Nirgendwo. Machen wir mal nach Stärke. Da bin ich mir sonst. Oh, wir würden Relegation spielen. Das wäre ja immerhin etwas. Bochum! Ich freue mich. Jo, Tabellenplatz 18. Der VfL Bochum kommt zu uns in die Bentele Arena. Ich bin gespannt. Das werden wir im 3D-Modus spielen. In der nächsten Folge. Sorry, wenn es etwas schnell ging jetzt bis zum ersten Spieltag, aber ich wollte vorankommen. Wir werden gucken, was das Ganze bringt. Es kann sein, dass ich dann mit dieser schnellen Herangehensweise auf die Schnauze fallen werde. Wenn das so sein sollte, ist das halt so. Wir werden sehen. Die Frische hat sich etwas verbessert. Ist ja allerhand. Ich werde gucken, ob ich sonst noch Trainingsintensität noch weiter runtergehe, weil es kann nicht sein, dass. Oh. Fit ist der immer noch nicht, aber immerhin etwas frischer. Oder ob ich jetzt meine ganze Reservebank dahin setze, nur das macht ja vorne und hinten keinen Sinn. Ihr könnt mir ja mal euren Rat in die Kommentare schreiben. Vielleicht mache ich dann noch was bis zum ersten Saisonspiel. Das werde ich heute nicht mehr aufnehmen, sondern erst dann in der nächsten Session. Gut. Irgendwas muss ich mir wegen der Frische überlegen. Das ist jetzt so das Hauptproblem. Aber gut. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zugucken und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.